Es war ein beliebiger Tag für eine junge Frau in Südasien. Ein Gang zu den Geschäften, Besorgungen für die Familie, sogar der Heimweg von der Schule, als plötzlich das Quietschen von Autoreifen die Luft erfüllte. Soldaten in Uniform steigen eilig und ungerührt aus dem Fahrzeug. Ob erwachsen oder heranwachsend, die betroffene Frau wurde geschlagen und gewaltsam in das Fahrzeug gezogen. Als sie davonfuhren, ahnten die Frauen wenig von ihrem Schicksal, wie sich ihr Leben verändern und enden würde. Frauen in ganz Südasien und darüber hinaus erlebten das erschreckende Schicksal, durch die japanische Armee von den 1930ern bis zum Kriegsende in die sexuelle Sklaverei gezwungen zu werden. Der Schmerz begleitete sie ihr ganzes Leben lang, selbst wenn ihre Geschichten jahrzehntelang bewusst ignoriert wurden. Willkommen bei History on Fleek. Heute betrachten wir das herzzerreißende Schicksal der Trostfrauen des Zweiten Weltkriegs. Was ist eine Trostfrau? Trostfrauen markieren ein unmenschliches Kapitel der dunklen und weltverändernden Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Von 1932 bis zum Kriegsende 1945 zwang die kaiserlich-japanische Armee Frauen in ihren besetzten Gebieten und im Heimatland in die sexuelle Sklaverei. Die rekrutierten Frauen wurden in Etablissements oder Troststationen, wie sie umgangssprachlich genannt wurden, gebracht, wo sie ausschließlich für das Vergnügen der japanischen Armeesoldaten existieren sollten. Die Rekrutierung war jedoch alles andere als tröstlich. Häufig wurden Frauen in den von Japan besetzten Gebieten gefangen genommen. Frauen wurden auf der Straße aufgegriffen, sie wurden belogen, dass die Reise zu Krankenpflegearbeiten oder andere Beschäftigung führen würde. Frauen, die sich weigerten oder zweimal überlegten, wurden wahrscheinlich bedroht, wenn sie nicht einwilligten. In der Mehrheit waren die Frauen, die zu Trostfrauen gezwungen wurden, Koreanerinnen, Philippiner oder Chinesinnen. Einmal in den Frauenhäusern angekommen, wurden die Frauen zum Kontakt mit ihren Peinigern gezwungen. Warum Trostfrauen? Als düstere Vorboten dessen, was kommen sollte, bestand der Zweck der Trostfrauen darin, die Bedürfnisse der japanischen Armeesoldaten zu befriedigen. Eine Idee, die auf einem schrecklichen internationalen Zwischenfall beruhte. Im Dezember 1937 würde die kaiserlich-japanische Armee die Welt durch ein sechswöchiges Gemetzel in der Stadt Nanking in China entsetzen. Doch es war nicht die Gewalt in der chinesischen Stadt, die die Welt erschütterte, es war die Gewalt gegen Frauen. Während des sechswöchigen Massakers wurden zwischen 20 und 80.000 chinesische Frauen von japanischen Soldaten Gewalt angetan. Ein Ereignis, das in Verruf bleiben sollte und zu Recht als Schande von Nanking bezeichnet wird. Eine Geschichte besagt, dass Kaiser Hirohito über das Bild Japans, das durch die Gräueltaten in Nanking hinterlassen hatte, beunruhigt war. Also befahl er, dass Troststationen in den besetzten Gebieten ausgeweitet werden sollten. Als Mittel, um weitere Ausschreitungen zu verhindern und sexuell übertragbare Krankheiten einzudämmen. Das gesamte Konzept hinter Militäretablissements bestand darin, Gewalt gegen Frauen zu verhindern und Soldaten in isolierten Quartieren zufriedenzustellen. Doch ein ganzes System, das auf sexueller Sklaverei beruhte, würde nie ein Plan sein, der das Elend verringerte. Das ganze Ausmaß. Die Zwangsarbeit von Trostfrauen war einst ein Befehl von Kaiser Hirohito und in den besetzten Gebieten weit verbreitet. Die Schätzungen über die Zahl der zu dieser Arbeit gezwungenen Frauen sind absolut schwindelerregend. Die niedrigste Schätzung liegt bei 20.000, die höchste bei über 400.000. Troststationen wurden in Japan, China, den Philippinen, Indonesien, Thailand, Birma, Hongkong, Neuguinea, Malaya, Macau und französisch Indochina eingerichtet. Damals wurden Frauen aus all diesen Orten verpflichtet. Bemerkenswerterweise gelang es den Anwerbern, Frauen weit über Asien hinaus zu rekrutieren, auch in den Niederlanden und Australien. Es wird davon ausgegangen, dass eine beträchtliche Anzahl der für die Troststationen rekrutierten Frauen zum damaligen Zeitpunkt nicht volljährig war. Das ganze Ausmaß des Grauens, das in den Troststationen herrschte, ist schwer zu beziffern, da alle Unterlagen über das System der über 125 Etablissements nach dem Krieg vernichtet wurden. Außerdem hatte das politische Kalkül einen klaren Weg zum Gespräch verstellt. Die meisten der gefangenen und in die Sklaverei gezwungenen Frauen waren Chinesinnen und Koreanerinnen. Erst 1993 hörte die japanische Regierung auf, die Existenz der Troststationen zu leugnen und räumte endlich die Schrecken der Vergangenheit ein.
Wiedergutmachung, Anerkennung und Sühne für die Vergangenheit sind bis heute problematisch. Die Realitäten der Trostfrauen. Die Behandlung der Trostfrauen war eine Momentaufnahme des Schlimmsten, was der Krieg zu bieten hat. Die Körper der Frauen als Leinwand für abscheuliche anonyme Gewalt. Die Häuser, in denen sie gehalten wurden, waren erbärmlich und boten kaum lebenswerte Bedingungen. Was die Behandlung der Trostfrauen durch das Militärpersonal betrifft, so lässt sich dies tragischerweise am besten anhand des Zitats eines japanischen Militärarztes erahnen. Öffentliche Toiletten. In zahlreichen Berichten von Trostfrauen ist von Schlägen und körperlicher Gewalt die Rede, die Tag und Nacht vorkamen. Erschreckenderweise wird berichtet, dass sogar medizinisches Personal und Armeeärzte diesen Frauen bei Untersuchungen Gewalt antaten. Einige Trostfrauen wurden gezwungen, verwundete Soldaten gegen ihren Willen Blut zu spenden. Da sie niemanden an ihrer Seite hatten und ihr Status nur dazu diente, benutzt zu werden, kannten die Übergriffe kein Ende. In mehreren Berichten ist die Rede davon, dass Trostfrauen bis zu 30 bis 40 Mal am Tag Gewalt angetan wurde. Und wenn eine Schlacht bevorstand, war die Zahl noch höher. Die Folgen dieser Gewalt an einem Körper waren eine tragische Mischung aus ungewollter Schwangerschaft, Geschlechtskrankheiten und Unfruchtbarkeit. Am Ende des Krieges wurde beim Wiederaufbau Japans nicht darauf geachtet, die Kriegsverbrechen an den Frauen zu dokumentieren. Die Frauen, die in den Häusern untergebracht waren, wurden zu gesellschaftlichen Außenseitern. Mit durch Gewalt traumatisierten Körpern und Seelen starben viele Trostfrauen und viele weitere nahmen sich das Leben. 1993 untersuchten die Vereinten Nationen die Notlage der Trostfrauen im Rahmen des Welttribunals für Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Sie schätzten, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs 90% der Trostfrauen gestorben waren. Ein gespenstisches Erbe. Die Troststationen des kaiserlichen Japans, deren Existenz jahrzehntelang von den Institutionen geleugnet wurde, haben ein gespenstisches Erbe hinterlassen. Das Thema ist in Japan nach wie vor äußerst heikel. Das erste Eingeständnis einer Beteiligung an der Nötigung von Frauen kam aus Japan erst Anfang der 90er Jahre, nach mindestens einem Jahrzehnt des Drucks von Aktivisten. Nachdem die japanische Regierung 1993 mit der Kono-Erklärung ein Mea culpa äußerte, wiesen rechtsgerichtete Kommentatoren in ganz Japan die Behauptung zurück. Noch 2004 wollte Bildungsminister Nariaki Nakayama, dass alle Hinweise auf Trostfrauen aus den Geschichtsbüchern entfernt werden und 2005 enthielten die Schulbücher keinen Hinweis darauf. Im Jahr 2007 gab die japanische Regierung eine Erklärung ab, in der sie behauptete, es seien keine Beweise für Gewalt gegen Frauen gefunden worden. Und dies, obwohl die Regierung 14 Jahre zuvor die Nötigung zugegeben hatte. Als die japanische Regierung 2014 ihre Erklärung von 1993 revidierte, erklärte sie, sie stehe zu ihr. Es gab einen Ausweg. Das Abkommen von 1993 wurde in Zusammenarbeit mit Seoul ausgearbeitet. Mit anderen Worten und sicherlich in den Augen der Überlebenden, okay, wir haben die Frauen gezwungen, wenn sie sagen, dass wir es getan haben. Das Unvorstellbare verstehen. Aus der Geschichte der Trostfrauen lässt sich eine wichtige Lehre ziehen. Die Sünden der Vergangenheit lassen sich im Laufe der Zeit nicht so leicht wiedergutmachen. Japan hat im Laufe der Jahrzehnte beträchtliche Anstrengungen unternommen, um die Opfer anzusprechen und zu entschädigen, doch wurden diese durch eine Reihe wichtiger Details vereitelt. Auf öffentlichen Druck hin schuf die japanische Regierung 1994 den Asian Women's Fund, um Überlebende zu entschädigen. 79 niederländische, 211 philippinische, 13 taiwanesische und 61 koreanische ehemalige Trostfrauen erhielten eine unterzeichnete Entschuldigung von Premierminister Murayama. Doch der Teufel steckt im Detail. Der Fonds wurde zwar von der Regierung eingerichtet, wurde aber aus privaten Spenden gespeist. In den Augen der Überlebenden war die Entschädigung daher nicht offiziell. Zunächst lehnten die koreanischen Überlebenden die Entschädigung allein aus Prinzip ab. Dem Fonds wurde auch vorgeworfen, eine japanische Darstellung der Gräueltaten zu liefern. Obwohl über 200 Frauen schließlich ihre Entschädigung in Höhe von 5 Millionen Yen akzeptierten, wurde das Problem kaum gelöst. Der asiatische Frauenfonds wurde in ganz Asien als ein Mittel der japanischen Regierung kritisiert, um sich der direkten Verantwortung zu entziehen. Für die Überlebenden würde der Kampf weitergehen. Im Jahr 2015 taten der verstorbene Premierminister Shinzo Abe und die südkoreanische Regierung Park Geun-hye ihr Bestes, um die Angelegenheit ein für alle Mal zu klären.
Man einigte sich darauf, dass Japan 1 Milliarde Yen an die überlebenden Opfer zahlt und Südkorea im Gegenzug ein Denkmal für die Opfer vor der japanischen Botschaft in Seoul entfernt und Japan nicht mehr öffentlich wegen der Gräueltaten kritisiert. Im Jahr 2015 waren noch 46 ältere koreanische Frauen als Überlebende übrig geblieben und dies war das Mittel, um Sühne zu leisten. Sowohl die japanische als auch die koreanische Regierung waren erleichtert über die Einigung, die die Schande der Vergangenheit endgültig und unwiderruflich beendete. Doch das war nicht der Fall. Die südkoreanische Regierung hatte sich zwar beeilt, die Angelegenheit zu regeln und das Leid der Vergangenheit zu beseitigen, doch hatte sie den Willen der betroffenen Überlebenden nicht beachtet. Schon wenige Tage nach der Einigung kritisierten die koreanischen Medien das Abkommen mit der Begründung, dass es die Wünsche der Opfer nicht berücksichtigte. Zweifellos wollten die koreanische und die japanische Regierung zum Wohle aller vorankommen, aber sie sind dabei den falschen Weg gegangen. Ehemalige Trostfrauen meldeten sich und erklärten, dass sie kein Geld von der japanischen Regierung wollten. Wie die meisten Opfer der meisten Übel in der Welt wollten sie Rechenschaft von der schuldigen Partei. Das Abkommen lehnte die Forderungen der Überlebenden ab, dass Japan seine rechtliche Verantwortung für die sexuelle Sklaverei auf staatlicher Ebene eingesteht. Das Abkommen wurde ohne Beteiligung der Trostfrauen geschlossen, für die es gedacht war. Bis heute ist das Problem für viele ungelöst und überlebende Frauen haben seither gegen beide Regierungen rechtliche Schritte eingeleitet. Dies war History on Fleek. Bis zum nächsten Mal.